One, two, three, four. Ich grüße euch. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das Afrika-Pferd auf vier Trommeln verteilt. Ich hoffe, ihr habt genug Trommeln. Und wenn nicht, dann macht das auf einer Trommel. Aber es ergibt nicht ganz denselben Effekt, ja. Alright, also, zuallererst mal das Afrika-Pferd. Das sind drei Schläge und wir haben hier eine kleine Erweiterung dabei. Erstmal nochmal die drei Schläge. Haupthand im Bass, Haupthandhöhe, Nebenhand auf der Höhe. So, das musst du erstmal spielen, das verinnerliche. Und jetzt die Erweiterung, um es auf den vier Trommeln interessant zu gestalten, geht so. Das gehen wir vielleicht mal langsam durch. Boom, gata, ding, da, ga, di, di, da, da, ding. One, two, three, four. Alright, ihr habt es gemerkt, die Haupthand macht dabei die ganze Zeit diesen. Dazu die Nebenhand. Alright, das möchte ich dich bitten, dass du das erstmal verinnerlichst, weil das ist der Grundbeat, den wir jetzt verteilen auf die Trommeln. Ich spiele es nochmal vor. Das ist es, ja. Bim, da, da, din, da, da, diki, da, da, din, da, da. Ich mach's mal, das ganze Muster auf einer Trommel. Und zwar ist dann die Haupthand, geht dann din, da, ga, din, da, da, diki, da. Die geht halt Bass, Höhe, Seite, Höhe. One, two, three, four. Das ist das Muster, welches wir jetzt auf die vier Trommeln verteilen. Ich spiele es nochmal vor und dann zähle ich uns rein. Du kannst auch, wenn du nicht vier Trommeln hast, drei extra Trommeln, dann kannst du auch Kartons nehmen, ja, zum Beispiel. Oder das auf der Trommel verteilen, indem du den Bass so nimmst. Das zeige ich dir danach. Aber erstmal die vier Trommeln. One, two, three, four.
nochmal. 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt wir gehen uns gemeinsam langsam durch. Okay, das könnten wir jetzt in Schritten mal vereinfacht durchgehen. Den mit deiner Nebenhand lässt du auf der einen Trommel und du wanderst im Prinzip jetzt nur mit deiner Haupthand hin und her. Ja? Das können wir noch mehr vereinfachen, wird mir gerade klar, indem wir mal nur das Afrika-Pferd, die drei Schläge auf die drei Trommeln verteilen. Und zwar, ich mache es nochmal hier vor. Und jetzt das Ganze. Okay, das war schon die einfache Version. Bin, dacken, din, dacken, din, dacken, din. Also ohne diese Roll-Ons dazwischen. 2, 3, 4. Alright, und jetzt mit den Roll-On-Schlägen. Bum, dacka ding, kaka dicki, dacka din, dacka. So, das ist das ganze Muster. Ich empfehle dir, dass du das bitte langsam dir einstudierst. Ja. Man kann auch den YouTube-Player, da gibt es unten, siehst du so ein Rädchen, und da kannst du die Geschwindigkeit auch verlangsamen, falls dir das immer noch zu schnell ist, ja, um das System zu erfassen. So, das ist es. Das wollte ich euch zeigen als Anregung. Macht da was Eigenes draus, wenn ihr wollt, ja. Es ist eine Anregung einfach, wie du merkst, du kannst einfache, simple Rhythmen, simple Schlag Folgen auf mehreren Trommeln verteilen und somit bist du schon wie eine kleine Band. Ja. Das ist cool, wenn man mit anderen zusammenspielt. Jetzt könnte jemand anders herrlich dazu was Eigenes spielen, sag ich mal, ein kleines Solo oder ja, andere Rhythmen halt. Das geht ziemlich cool.
wenn man mehrere Trommeln hat. So, ich verabschiede mich von euch mit hier und ich wünsche euch einen schönen Tag. Hier ist Ingo Gutmann und ja, zum Schluss werde ich noch ein kleines bisschen spielen als Inspiration. Ja, haut rein. Bing, ding, one, two, 1, 2, 3, 4.